Kokainkisten zerstören. Jetzt bin ich in Mafia 3 irgendwie drin. Muss ich dafür an Bord gehen? Oder kann ich das von hier aus machen? Seien Sie physikalisch in der Nähe. So, da ist auf jeden Fall eine verschlossene Tür. Wir müssen erstmal ein paar Leute markieren. Den hier. Gut, da ist unser Schlüssel. Da haben wir noch einen markiert. Da unten ist noch einer. Da ist noch einer. Das wäre eine tödliche Explosion. Wie diese Kiste einfach an der Maschine dran klebt. Habe ich die aufgebohrt? Oder was ist das Problem? Die klebende Kiste. This fuck is real. Die werden sauer sein. Komm noch drei. Komm, zeig, dass du Treppen fahren kannst. Mein Gott, es ist sogar wirklich möglich. Naja, fast. Zurück. Hat wir nicht einen Schlüssel übernommen? Ach, die haben das CTOS komplett abgeschaltet. Ja, okay, da ist das Problem. So, da könnte ich reinspringen. Wenn wir denn das Spring-Upgrade hätten. Me vale madres, wer das war. Muss das System wieder hochfahren. Also ihr wisst nicht, wer es war und ihr fahrt jetzt das System wieder hoch. Peace. Und ich glaube, ich muss rein. Aua! Doofe Leitern. Gibt es nicht irgendwie eine Chance, anders hochzukommen?
Drei Stück auf einmal. Hier sind mir zu wenig Ecken, wo ich irgendwas sprengen könnte. Aber wenn jetzt die Polizei kommt, die kümmern sich darum. Weil der da oben muss weg. Wo ist sie? Da ist sie schon. Vor allem geil, halten genau neben mir an. Ja, ich weiß, ich fliege hier gerade ein bisschen viel rum. Dafür, dass ich eh rein muss. Ach, jetzt das C2S wieder aktiv ist, kann ich da auch rein. Das Wasser sieht in dem Modus so eklig aus. Na, Hauptsache, wir haben alles markiert. Genau, nimm die Farbe hier mit. Ach, ist eine neue Waffenlackierung, okay. Ist er mit irgendwen verbunden? Nein. Wie soll ich das Kokain eigentlich vernichten, ohne eine Waffe zu haben? Also ohne irgendwas zu haben... Ah, ich sehe schon. Ah. Ich sehe es, wie es mit sie geklappt hätte. Und vernichtet. Jetzt noch zwei. Geil, du wirst gleich verprügelt, sagt er zu mir. Was ist los? Nix. Ich guck grad nur, ob ich alles sprengen kann. Noch eins. Hallo, ich habe aufs Bein gezielt. Junge, bist du bescheuert? Die Kokainlieferung zerstört. Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber. Ich bin dabei. Alter, schießt er mit der Schrotflinte?
da um sich. Während wir an dem scheiß Ding da dran stehen. Beziehungsweise an dem, hier, wie heißt das? An dem scheiß Conte da dran sind. El Pablo, El Nino. Ich bin schon Kilometer entfernt. Verpasst ihm eine Kugel! Fuck! Beep, 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 beep. Ich glaube, ich habe die Granate geworfen gerade. Wisst ihr, was fehlt? So ein Hoverboard. Nicht Hoverboard, sondern... auch kein Speedboat. Doch, es ist Hoverboard, oder? Ach, ich weiß es auch nicht mehr gerade. Aber nicht das Hoverboard aus Zurück okay, in die Zukunft. Okay, die in diesem Video, die Horatio entführt und getötet haben, die als Nächste. Der Boss nennt sich Pablo der Heute. Er versteckt sich irgendwo. Die anderen sind Luis Trevino, Tina Huerta und Jorge Gutierrez. Sie treffen sich in den trockenen Kanälen, um über DedSec zu sprechen. Gut, die holen wir uns. Cat meinte, nur die Hälfte. Aber ich wollte kein Partei sein. Also hab ich... So, mal gucken, ob ich jetzt nach dem Schnellreisen wieder sofort eine Schießerei neben mir hab. Las Santas! El Presidente! Tropico 5 sollte kommen. Ne, Moment. Wäre es schon 6? Entschuldigung. Nein, ich bin nur eine Frau. Ich fahre Auto. Danke. Ich bin mal in Hide and Seek zu dir vorbeigekommen. Ich bin stolz darauf, dass du Horatio rächen willst. Danke. Was geht ab? Ich habe mal ihre Telefonate mitgehört. Trevino ist schon da. Die anderen beiden sind unterwegs. Mehr muss ich nicht wissen. Bring dich lieber in Sicherheit. Viel Glück, Mann. So, da Trevino neutralisieren, Huerta neutralisieren. Ja und? Hat die jetzt geschrien, er schießt zurück? Natürlich schieße ich zurück. Ich habe Tina Huerta im Visier. Sie ist gerade angekommen. Wird sie bereuen. Der Wichser Gutierrez ist abgehakt. Auf
Nimm das, du Schlampe. Huerta ist raus. Das ist übrigens die, die den abgestochen hat. Marcus, der letzte von den Pennern will sich verziehen. Lass bloß keinen kommen. Luis Trevino wird uns nicht mehr ärgern. Penner. Lass bloß keinen kommen, Mann. Wie, lass keinen kommen? Wir haben alle erledigt. Huerta Gutierrez Trevino. Ein bisschen Gerechtigkeit für Horatio. Verschwinde da. Jetzt ist das Arschloch Pablo dran. Der Anführer. Aber dennoch, das ist keine Gerechtigkeit. Da ich hier ein paar Menschen der Unterschicht kaputt mache. Gegen einen, der für Google gearbeitet hat. Für Doodle.